Also einer der besten Orte zum Teilen war häufig die letzte Reihe im Schulbus. Da begann das, glaube ich, schon, dass man Dinge untereinander geteilt hat und hat die Einverständniserklärung gegeben, dass man natürlich die Hausaufgaben des anderen als seine eigenen übermitteln darf. Dann ging das weiter im beruflichen Kontext. Da war das Internet zwar schon da, aber es hieß nicht, dass man es jetzt benutzen sollte. Da war mein Büro ein Teilort bei einer Tasse Tee. Und heute sind wir nicht auf eine Plattform, also im digitalen Bereich, reduziert. Jeder hat ihre Vorteile und wir bespielen fast alles, sowohl als auch von eigenen über die klassischen Commercials. Das eine ist vielleicht mehr aus marketingtechnischen Gründen gut, wie YouTube. Und Vimeo ist zum Beispiel super, um irgendwie Download und Werbefreiheit zu garantieren. Ich benutze im Moment den Hublog. Das ist keine wirkliche Plattform, aber das ist für uns eine gute Möglichkeit, die Sachen erstmal rauszugeben. Über PodCampus, über die Lernplattformen, die an den Hochschulen so zur Verfügung stehen und teilweise offen sind. Ich benutze das, was da ist. Ich nutze als Plattform natürlich tutori.de, um Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Und ich nutze sonst vor allen Dingen die klassischen Programme, um Texte zu erstellen, von größeren Herstellern wie Apple, die man dann als PDFs teilen kann oder Folien oder Slides, die man dann über als Dateien einfach austauschen kann. Bis jetzt eher dann nur unsere Interne, also dass wir es über die Homepage zur Verfügung stellen und dann die entsprechenden Lizenzen bis jetzt nur haben. Also da gibt es noch Arbeit. Zusammen mit Kollegen haben wir, ich würde es nicht Plattform nennen, ich würde es vielleicht eine Toolchain nennen oder einen Technik-Stack entwickelt, der auf freier Software basiert. Das heißt, angefangen von Markdown notieren wir alles, was wir so an OER-Material machen, in Markdown und benutzen Static Site Generators, also sowas wie Jekyll oder Gitbook oder Hugo, um diese Markdown-Dateien zu konvertieren in verschiedene Endformate, also in HTML-Seiten zum Beispiel oder auch in PDF-Dokumente oder ja, das ist hauptsächlich, was wir daraus machen. Und das Ganze auf der Basis von GitLab, einer hochschuleigenen Instanz, die wir installiert haben, hinter die wir verschiedene Docker-Container geklemmt haben, sodass wir eigentlich eine Veröffentlichungsmaschine haben, die vom Markdown-File bis zur HTML-Seite eigentlich alles serverseitig macht. Und dabei sind alle Dateien, weil es eben Markdown ist, quasi wie Source Code vorliegend. Man kann das forken und weiterverwenden, so wie David Wiley sich das wünscht.